Was ist hier passiert? Weitere Überlebende! Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Kein Moment. So. Der ist auch glücklich. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Okay. Ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Ja? Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Okay. Gesucht, Poster. Wer wird denn hier gesucht? Das Königreich hat ernste Probleme. Tot oder lebendig, Sturmbringer, Batrika, Sir Holf und... Okay. Gerade. Ja. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ihr habt einen Monsterangriff überlebt. Ich denke, ihr habt euch ein paar aufs Haus verdient. Weiser als euer Alter vermuten lässt. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Was? Schlangenglocke, Artinstrument, erfordert Badeeffekt. Schlangen in Hörweite schlafen ein. Ich finde das voll süß. Ich glaube, so ein bisschen Spaß hat er. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Ich finde es total toll, wie die alle mitmachen. So. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre und du nur deine Gitarre hättest, würdest du ihm damit eine verpassen? Sei ehrlich. Nee, könnte ich nicht. Ich liebe diese Gitarre. Ist okay. Kannst ja wegrennen. Ja. Alte Zeitung? Die ist auch glücklich, die Zeitung ist glücklich! Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen.
Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns weiter auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vorzuleben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Ich glaub an dich. Ist das schon immer da oben? Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Oh Gott, vor langer Zeit, so sagt man, herrschte unaussprechliche Schrecken. Selbst im Tageslicht bis 4 Helden sich dem großen Schatten an der Küste von Kilian stellten. Die Schlacht tobte tagelang, bis die 4 Helden die Mächte des großen Schattens überwältigten und am Rande des Todes standen. Dort in vom blutrot gefärbten Wellen gaben 3 der Helden ihr Leben. Sie bewirkten einen uralten Zauber, der ihre Seelen von ihrem Körper trennte und sie in 3 Juwelen von unermesslicher Macht verwandelte. Von Nira, der Berserkerin, von stärksten der 4 Helden, kam der Seenrubin. Von Desis, dem Kleriker und Weber der Geschichte, kam der Seelensaphir. Berlin ohne R, der Illusionistin und Bewahrerin der alten Bücher, kam der Seelenamethyst. Mit den 3 Juwelen in der Hand nahm der 4. Held sein Schwert und durchbohrte den großen Schatten mit Licht. Müde und geschunden vom Kampf versteckte der 4. Held dann die Juwelen und wanderte in die tiefen Wildnis von Reven. Er wurde nie wieder gesehen. Das ist hoffentlich abwaschbar. Oh mein Gott, der arme kleine Bär! Du bist voll blutig. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Lieber Lawrence, ich schreibe dir, um meinen Ratschlag, den ich dir beim letzten Abendessen gegeben habe, zu ändern. Es besteht kein Grund, dein Geschäft zu verkaufen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter der Monster bald enden wird. Ich weiß aus glaubwürdiger Quelle, dass der Aufruf seiner Majestät nach Helden von niemand anderem beantwortet wurde als Zaynor, dem legendären Monster. Yeah! Oh oh. Dann kamen die Monster. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Ja. Sonst nix. Hat er gerade gesucht? Oh. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Neue Fähigkeit, Klasse Baden. Fähigkeit Hypnotische Fuge. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Echt jetzt? Warte mal ganz kurz. Ich will mich jetzt auf Ethan konzentrieren. Genau. Wir haben eine Münze. Alright. Alright. Hausbade? Sorry, Steph. Alwyn ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Hausbade gesucht. Suche eine Hausbaden, der zu Abendessen, Tänzen, Enthauptungen etc. unterhält. Muss gewitzt, aufmerksam und großzügig sein. Schwarze Haare bevorzugt, süßes Lächeln ist ein Plus. Exzellente Bezahlung. Oh. Alte Schwerter zu verkaufen. Sprecht Euwen, den Schmied, an. Vertreibt Monster mit dieser geheimen Kräutermischung. Nur 4 Goldmünzen für das Rezept. Treffen hinter der durstigen Möwe montags um Mitternacht. Es hat gar nicht funktioniert, du Schwindler! Oh, ich hab gerülpst. Upsa. Hört sonst noch wer gruselige Geräusche beim Schloss? Ja oder nein?
Okay, zwei haben es auch gehört. Ich hänge irgendwo fest. Ich habe viel zu viel Kabel in dem Salat, dessen Kabel eines Salates betrifft. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war für einen Satz. So, zurück. Na auch. Nee. Oben ist weg. Ich hatte gerade gerülpst. Einschalten. Feanor! Hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist eine der Juwelen! Geschafft. Noch zwei. Das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir auch die anderen finden. Na schön, dass du endlich an uns glaubst. So habe ich das nicht gemeint. Mal ganz kurz gucken. Dieses Lab ist wirklich sehr detailliert gestaltet. Das ist dann Berlin ohne R, ne? Okay. Also wir brauchen noch Nira und dieses. Ja, sonst haben wir hier alles, gell? Hier Krüge. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Und ich finde das toll. Ich hatte einen so ruhigen Morgen. Ich frag mich, ob Alwyn die Badin es in die Top 20 geschafft hätte. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Achtung, es heißt Sumpftroll. Es heißt, ein Sumpftroll hat sich unter der Ostbrücke eingenistet. Seid extrem vorsichtig bei der Überquerung oder besser, lasst es. Hast du die Warnung gesehen? Ja, es ist eine üble Situation. Trolle sind skrupellos. Ciao. Viel Erfolg. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Oh. Schriftrolle der Gewandtheit. Einmal auswählen. Du und deine Verbündeten weichen dem nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Ah. Nicht schlecht, Feanor. Telefon. Ah, ich weiß nicht, was das gerade echt ist, ne? Es hängt jetzt extremst, ne? Kann mir irgendwer sagen, warum alle auf der Hauptstraße aussehen, als wäre ein Mittelaltermarkt explodiert? Hereingebrochen ist der Zeitaltermonster über unser unbescholtenes Dorf. Genau davon rede ich. Lasst euch nicht beirren, werter Herr, von denen, die euch sagen, ihr sollt alle Hoffnung fahren lassen. Denn der legendäre Held Feanor ist hier. Was bedeutet das? Ich wollte Eiscreme. Au! Ryan, bist du's? Der lebt. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Oh. Seht ihr, ich warnte euch, sie zu meiden. Denn das Grauen wird euch im Gedächtnis verbleiben. Was? Können wir das Rätsel bitte nochmal hören? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Ah! Blau, violett und rot. Ja. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll drei von ihnen geben. Helden,
längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten? Ich kenne diesen Typen. Er ist einer von Steffs Mitarbeitern. Hallo? Könnten wir doch zurück in die Taverne. Können wir noch ein Rätsel hören? Oh, Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Nichts als Lug und Trug verkünd ich voller Wut. Hä? Nicht schlecht, Thanor. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab gar nichts gedrückt. Also ich hab nur nach unten gescrollt, auf einmal war es weg. Also da war ja diese kleine Blase, ne? Und dann habe ich nach unten gescrollt, weil das war ja dann dieses Daisy-Ding und sowas, ne? Weil es ging ja um den Namen der Helden und nicht um was für Steine das sind, ne? Und auf einmal war es weg. Ich habe es nicht ausgewählt. Ich habe gar nichts ausgewählt. Hä? Was war das denn jetzt? Ich glaube, das war ein bisschen gebackelt. Och Mann. Och Mann. Och Mann. Warte mal. So. Da. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Lass mich nicht verarschen. Bereit zu antworten? Ja. Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten? Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Da! Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Noch etwas. Für des Verses Lösung gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. Könnten wir doch zurück in die Taverne, wenn sie voller Leute ist. Sie war doch voller Leute. Voller lebendiger Leute. Natürlich. Ja, also ich habe jetzt das nochmal Checkpoint geladen, weil ich lasse mir das so nicht versauen, nur weil es da gerade ein kleinen Fehler gab im Spiel. Können wir noch ein Rätsel hören? Oh, Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Nichts als Lug und Trug verkünd ich voller Wut. Nicht schlecht, Thanor. Danke. Ja. Also, ich hoffe, das sei mir gestattet, dass ich das nochmal neu gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich habe gar nichts gedrückt und auf einmal war es weg. So. Das heißt, wir müssen auch unsere Augen und Ohren offen lassen. Und hier. Eine Alpha-Wand haben wir hier. Verstehe. Haben wir hier irgendwas liegen? Ja, guten Tag. Hey, hey! Was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Oh, das war jetzt süß. Hau sie um! Für sich, für dich. Halt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Staatseffekte, Gift, Lähmung etc. Kann nur einmal eingesetzt werden. Ja. Ganz. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Pfirsich, Eiscremekuchen? Ich weiß es. Sieh an, wen haben wir denn da? Hey, nur der Monsterjäger. Und meine Badin. Und was hast du vor, Thanor?
Die Welt retten. Ich rette eure Leben. Ah. Hier draußen gibt's Monster. Oh, Entschuldigung. Gucken wir uns noch so ein bisschen um. Ah! Achso, der Dollar, den hatten wir schon. Ups. Wir sollten erst zurück, wenn wir alle drei Juwelen gefunden haben. Ja, yeah, that's right, that's right. Das sind nur Blumen. Okay. Okay, 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 okay. Gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Eine Schriftrolle. Hey Junge, bist du für das Massaker in der Black Lantern verantwortlich? Was? Nein, wir waren das nicht. Wir sind nett. Schriftrolle des Vorteils. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug. Kann nur einmal eingesetzt werden. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Yep. Ja, was ist denn das da? Das ist neu? Ach gut, das hatten wir schon mal gelesen in der Black Lantern. Ey, Gude, wie? Zeig's ihnen, Ethan. Ich bin Thaynor. Ja. Zeig's ihnen. Thaynor. Ach komm, so ein bisschen Spaß hat Könnte der Junge. Da etwas in der Gasse sein? Da liegt was. Das ist öde. Hör auf zu sprechen, Geliebter. Wir sind Geliebte? Sie sind hier. Wehe mir, wehe mir. Seht, mein Geliebter wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Wo? Durch die Gasse. Dort. Beim Fluss. Oh je, oh je. Vorsicht vor dem Flussmonster. Eine Art Schlange? Sieht so aus. Müssen wir sie bekämpfen? Na, warum denn nicht? Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Und sieht so gar nicht seltsam aus. Was laberst du da? Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Die Schlangenglocke. Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein. Tun wir so, als wäre es ein tiefes Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nichts über... Nice! Ja, Beute! Okay, lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Neue Fertigkeit. Sorry, aber das war so süß. Klasse Bade. Fertigkeit, furchtbare Dissonanz. Art Angriff. Effekt, 3 Schaden. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Ja, okay. Warte. Was ist das? Oh! Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Ja! War echt schlau von dir, die Glocke einzusetzen. Hat gut geklappt, oder?